jetzt, jetzt ist erstmal ein bisschen Pyro-Schnur gewesen. Na, jetzt kommen die Flocken, die waren eigentlich relativ brennig. Chips, ja, genau. Ja. Dann seht ihr jetzt die Funken, die, die da so leicht noch reinfliegen, dass bei diesen Chips so. Schon, oder? Doch, die, weil die, die Chips jetzt auch wieder so, da ist gerade die Frage, weil die so langsam sind, weil die sind ja auch wieder, das ist, ist wieder so gepresst, ist wieder so verdichtet, ja. Und ist wieder gleich zum Unterschied, bei der Watte, da geht es wieder wesentlich schneller, weil wieder die Oberfläche viel größer ist. Das ist sicher so durchs Pressen, nicht durch den Inhaltsstoff, dass da, sagen wir mal, mehr Schwefel drin ist. Oder? Ja, so, sowohl und auch. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja einmal liegt es ja an der Zusammensetzung und auch am, am Pressen. Ne? Ob ich jetzt ein Material habe, was ich wirklich als Klumpen habe, oder dieses, die gleiche Menge, schön aufgelockert. Ne? Als Beispiel wieder dieses Hypopolium, als Klumpen, brennt es ganz schlecht. Ne? Aber wenn ich es verwirbele, ne? Als eine große Oberfläche, brennt es wieder sehr gut. Wenn ich es kaufe, steht immer die, die Prozentsätze drauf, dass ich sozusagen selber auch immer mehr lerne, wo die Gründe sind, dass man schnell oder langsam verbrennt. Welche Prozentsätze? Schwefel, was war das noch? Da wird vom Hersteller alles angegeben. Das ist auf der Verpackung selber steht es nicht mit drauf. Also, so. Ich habe jetzt. Aber der Hersteller gibt es natürlich an, was da drin ist. Ne? Nicht, dass das falsche Zeug hier ist. Nee, das ist für die Chips. Aber man sieht, es ist ja wieder. Jetzt gerade früher, er hat jetzt die Chips drin. Vorher fuhr er natürlich, jetzt habe ich das falsche Zeug drin. Auf keinen Fall, jetzt ist ja was für eine Szene. Wenn ihr seht, er steht da, padam, 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 will die Flamme lang haben, dann brauche ich nicht das. Will ich natürlich immer, wenn wir nur einen Wuff haben, dann mache ich das natürlich, dass wir eine Pyro-Watte. Da muss man gut. Ne? Ja?